Eigentlich erstmal nicht so viel. In zweiter Linie fühlen wir uns eigentlich ziemlich wohl mit den wechselnden Selbstverständnissen, mal Installateure, mal Raumpfleger, mal Marketingstrategen, mal Filmer zu sein. Was das Architektsein für uns aber schon ausmacht, das ist die Beschäftigung mit dem Raum. Und dass dieser Raum nicht immer in Beton gegossen sein muss, das sehen wir als angenehme Bereicherung unserer Tätigkeit. In erster Linie die Wertschätzung von Architektur, die Kultivierung und mit dem Widerspruch zu leben, dass die Wertschätzung in der Gesellschaft relativ gering verankert ist. OSA ist eine offene Arbeitsgemeinschaft, die seit ungefähr 10 Jahren besteht und zu der inzwischen 8 Mitglieder gehören, die alle an unterschiedlichen Orten arbeiten und leben, also in anderen Städten wie zum Beispiel im Augenblick ist das Köln, London, Wien, Darmstadt, Frankfurt. Alle Projekte von uns werden im Internet vorbereitet und diskutiert und einige der Mitglieder treffen sich dann jeweils an verabredeten Zeitpunkten, an verabredeten Orten, um dort Projekte dann in die Realität umzusetzen. OSA sehen wir als unseren Forschungs- und Entwicklungsraum, der uns frei von kommerziellem Druck größtmögliche Freiheit beim Experimentieren garantiert. Das bedeutet aber auch, dass alle Mitglieder von OSA auch noch in anderen Tätigkeiten unterwegs sind, um ihr Geld zu verdienen. Wie der Name schon sagt, Office for Subversive Architecture. Gemeint damit ist aber vor allem die Unterwanderung von festgefahrenen Sichtweisen oder konventionellen Vorstellungen. Das bedeutet, dass im einfachsten Fall ein Projekt auch darin bestehen kann, die Position des Betrachters zu verändern, anstatt gleich den ganzen Raum um ihn herum. Meistens machen wir das aber in dem Weg dazwischen, also kleine Veränderungen im Raum, um die Betrachtung zu verändern. Das ist übrigens das erste Mal, seit es uns gibt, dass wir alle 8 zusammen physisch am gleichen Ort sind. Das Verstreutsein von den Osanern über 3 Länder Europas kam ja auch die Schwierigkeit zustande, dass wir kein Büro haben und deswegen heute hier einfach ein Büro inszeniert haben in diesem Raum. Es geht eigentlich immer darum, den Ort zu verbessern in irgendeiner Form. Und das muss nicht unbedingt eine gebaute Struktur sein. Das kann eine Intervention von 5 Minuten sein oder wie London Roof mit den Regenschirmen, wo es eigentlich nur darum ging, einen Platz zu bespielen oder mehrere Räume in den Straßen von London zu bespielen. Um den fließenden Raum, um das Architekturmodul Regenschirme erstmal, was ganz typisch für London ist, und dann eben die fließenden Räume, die zwischen den Gebäuden entstehen und die wir damit visualisiert haben. Wir haben im Prinzip ein Dach gebaut dazwischen. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Wir wollen eigentlich alle mit einbeziehen. Alle Passanten, alle Bürger der Stadt und nicht in einem elitären Architekturkreis irgendein Projekt machen und in einer Galerie ausstellen. Der Raum hier, der hat ganz viel mit den Räumen zu tun, in denen oder mit denen wir normalerweise arbeiten, weil es so ein ganz typischer, völlig unbeachteter, eigentlich auch etwas vernachlässigter Ort ist, den wir hegen und pflegen und umgraben und rächen. Und auf einmal entsteht plötzlich ein ganz anderer Raum. Sie sagen, Ihr Bier hat etwas mit Natur zu tun und wir haben gesagt, gut, dann machen wir so eine Art Biergarten. Aber ihr macht damit, was ihr wollt. Ihr könnt darauf reagieren, ihr könnt mit dem Thema Natur und Stadt umgehen, wie ihr wollt. Im Prinzip auf diese Rasenfläche erstmal einen Plan gezeichnet haben von einem englischen Pub. Diese Möbel, die wir eben auch zeichnerisch dargestellt haben, die wachsen langsam aus diesem Boden heraus und alle horizontalen Flächen bleiben als Rasen erhalten. Englischer Rasen, ja. Wir wollen eigentlich so ein Plädoyer halten dafür, dass auch diese scheinbar unbeachteten Räume eine unglaubliche Qualität haben können. Das hängt immer davon ab, wie wir sie aufladen.
Raum. Also erstmal hat sich scheinbar der Eindruck erweckt, dass man da in einen Raum kommt, der einfach nur sakral anmutet. Und noch dazu kam eine Projektion, die man im hinteren Bereich sieht, die erstmal vermeintlich die Projektion des eigentlichen Raumes ist. Dann aber, und das stellt sich dann eben erst später hinaus, eine Projektion des Raumes unter dem Tisch ist. Weil der Tisch ist nicht nur der Tisch, sondern der Tisch ist ein Modell des Raumes, in dem er steht, im Maßstab 1:33. Und der wurde eben nach oben gebeamt. Eben die Füße der anwesenden Leute. Und man kann sich natürlich vorstellen, wenn man dann mal in einem Kreis von lauter Professoren so weit ist, dass irgendwie zwei unter den Tisch krabbeln und da unten einen Kuchen aufschneiden, hat man eine andere Qualität des möglichen Gespräches oben am Tisch erreicht. Wir sind eine Gruppe, die in allen erdenklichen Bereichen in der Architektur arbeitet. Film, in konventionellen Büros. Es gibt Leute, die an der Uni arbeiten. Für uns ist es natürlich so, dass das Arbeiten bei OSA, was ja für uns immer auch nur eine Teilzeittätigkeit ist, einen sehr hohen Wert hat, weil es eben sehr, sehr frei und sehr selbstbestimmt ist, überhaupt nicht fremdbestimmt, einfach durch die Struktur, die wir hier haben.